Also Christian, du bist ja in Köschen geboren und bist dann irgendwann nach Köln gekommen. Hatte das auch künstlerische Gründe? Oder? Ich habe in Köln Kunst studiert. Mhm. Ja. Ah, okay. Ja. Und, auf Lehramt. Und wie lange bist du jetzt hier in Köln schon? Seit 1989. Ja, okay. Ja. Und ich habe ja gesehen, du wählst ja Öl oder arbeitest mit Öl auf Textilien. Mhm. Hat das für dich einen besonderen Hintergrund? Ich finde eine weiße Leinwand erstmal beunruhigend. Ja. Und ich arbeite gerne mit Material. Mhm. Und das ist einfach ein guter Weg, um sich mit Bildern auseinanderzusetzen. Ja. Jetzt arbeitest du ja mit relativ viel unterschiedlichen Materialien, so wirklich auch aus dem Alltagsbereich. Mhm. Hat das für dich irgendeine Bewandtnis? Hat das einen besonderen Grund, warum du das machst? Es gibt verschiedene Gründe wahrscheinlich. Mhm. Ich habe früher auf der Bonner Straße gewohnt und direkt über Oxfam. Ja. Und wenn da zum Beispiel, gibt man ja seine Kleidung ab, die man nicht mehr braucht. Mhm. Und es gab dann damals Berichte, dass zu diesen Kleidern gibt es dann ja unterschiedliche Bewegungen, wie die dann wieder exportiert werden, mhm. teilweise auch den Kleidermarkt in der dritten Welt kaputt machen. Dritte Welt in Anführungszeichen. Und das war so ein Aspekt, wo ich mir überlegt habe, okay, das ist gar kein Recycling. Ich versuche mal eher ein Upcycling oder eine Weiterentwicklung des Materials. Mhm. Das ist so ein Gedanke. Und ein anderer Gedanke ist, Stoff finde ich wahnsinnig faszinierend, mhm. Stofflichkeiten. Und jeder Stoff hat A, eine Geschichte oder auch vielleicht eine Materialität, die ich dann interessant finde und für mein Bild benutzen kann. Okay, und woher nimmst du diese Stoffe immer? Erstmal aus dem Alltag. Okay. Also da war gerade ein junger Mann, der hat dann in der Ausstellung mal gesagt, so, als ich früher als Lehrer gearbeitet habe, das Hemd hast du doch früher in der Schule an. Ach, herrlich. Ja. So, also solche Sachen. Das zum Beispiel, was wir da sehen, das ist ein Sari, den meine Frau sich in Vietnam mal gekauft hat. Und das kennt man auch, dann ist irgendwas in einem anderen Land, funktioniert ganz toll, auch Essen vielleicht, und hier aber gar nicht. Dann wird es einmal angehabt. Okay. Weil wer würde ein Sari in Köln anziehen? Das heißt, du bekommst deine, ich sag mal, deine Stoffe auch wirklich aus unterschiedlichen Orten der Welt. Ja, was so mir in die Hände fällt. Also eigentlich gar nicht so die Orte der Welt, sondern der Bereich um mich herum. Okay. Mhm. Ja, das kann auch mal was sein, was mir auf der Straße in die Hände fällt. Aber ich bin jetzt kein Sammler in dem Sinne. Mhm, verstehe. Ich arbeite von einem Bild zum anderen und ich habe nur so eine kleine Holzwanne, da sind so ein paar Stoffe drin. Wie ist das denn generell mit deinen Motiven? Die sind ja schon auch aus dem Alltag gegriffen. Aber auch sehr unterschiedlich. Woher nimmst du die? Woher nimmst du die Ideen für deine Werke? Aus dem Alltag. Mhm, aus dem, was mir begegnet. Okay, jetzt habe ich sehr viele Motive auch aus unterschiedlichen Ländern gesehen. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen gesehen, du reist sehr viel. Ja. Genau. Also sind das dann halt auch so Momente dann auch aus deinen Reisetätigkeiten, wo du dann halt auch Ideen... Ja, Reisen funktioniert deswegen so gut, weil man ist an einem anderen Ort, man hat einen anderen Blick für Geschehnisse, auch so Alltäglichkeiten, die in meinem Alltag vielleicht mir gerade nicht so auffallen. Mhm. Ja, also man braucht eine bestimmte Bereitschaft, das kennst du wahrscheinlich auch. Ja, natürlich. Bernd. Und ansonsten, klar, ich reise auch gerne. Ja. Wann hast du denn eigentlich angefangen, künstlerisch tätig zu sein? Oder war das schon immer so? Ich habe jetzt so ein bisschen gehört, du hast Kunst studiert, du hast auch als Lehrer gearbeitet im Kunstbereich. Mhm. War das als Kind auch schon so, dass du da schon irgendwie so ein ausgeprägtes Interesse hattest? Weiß ich nicht. Als Kind, wenn man das jetzt so zurückverfolgen würde, ich bin jetzt nicht der Picasso, der irgendwie mit so Federstrichen die perfekte Zeichnung. Aber als Kind habe ich Sachen immer inszeniert. Also Spielzeug war für mich immer so eine Art auch mit der Welt umzugehen. Und ich habe dann wirklich so Rauminstallationen eigentlich gemacht, wenn man von heute drauf gucken würde. Aber als Kind habe ich natürlich gesagt, ich habe gespielt. Okay, verstehe. Ja. Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, du hast ja auch eine Frau. Ich glaube, du hast auch ein Kind. Mhm. Deine künstlerische Tätigkeit ist ja relativ aufwendig, ne, und kostet wahrscheinlich viel Zeit. Wie lässt sich das vereinbaren, Familie und Kunst? Ja, indem man
Ich weiß nicht, welches Kunst, weil manche haben ja immer so ganz interessante Kunst, also so von Künstlern ganz interessante Bilder im Kopf. Das ist eigentlich ein relativ klarer Arbeitsbereich. Wir teilen uns das sehr klar auf. Mhm. Und malen, ich habe hier Tageslichtröhren, abends findet Malen statt. Ja. Okay, verstehe. Also das habt ihr zeitlich dann ganz sehr genau gut eingeteilt. Ja. 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 Und es muss auch nicht immer jedes Bild gemalt werden, dann male ich lieber weniger Bilder. Es muss ein guter, ausgeglichener Haushalt da sein. Okay, das heißt, deine Frau, die unterstützt sich da auch hundertprozentig mit. Ja, ich hoffe, ich unterstütze meine Frau auch hundertprozentig mit ihrem Beruf. Ja. Und das ist eher so unser, für die Familie ist das nicht so ein Problem, weil meine Familie guckt auf die Bilder ganz anders drauf, weil die erleben vieles mit. Okay, verstehe. Mhm. Und mein Sohn hat gestern auch gesagt, toll, bestimmte Sachen, dass ich das mir nochmal angucken kann. Die sind wahrscheinlich auch Teil, ne? Ja, deiner Arbeiten. Ja, genau. Mhm. Und deine Frau selber, ist die auch künstlerisch tätig? Oder ja, mit den Augen, die kann gut gucken. Okay, verstehe. Das heißt, die hat dann auch Ideen und du bringst dann ihre Ideen damit ein. Nee, die ist eine sehr gute, also zur Kunst gehören immer zwei, der es macht und der gucken kann. Ja. Ja. Und wenn die reinkommt und sie sagt, da stimmt irgendwas nicht, dann hat sie auf jeden Fall recht. Okay. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Das schön. Stimmt dann schon. Also hörst du dann auch schon auf die Urteil. Ja. Ich kann es, aber ich sollte es dann auch. Also die liegt da meistens sehr richtig. Okay, ich habe jetzt auch gesehen, es ist ja schon so, dass deine Motive halt eher sehr klein gehalten sind. Das heißt, auf den ersten Blick sieht man oftmals Figuren. Mhm. Erst wenn man halt näher rangeht, sieht man dann die ganzen Details. Hat das für dich auch einen besonderen Hintergrund oder welche Zielsetzung verfolgst du damit? Nochmal anders hinzugucken. Mhm, okay. Ja, also ein Bild funktioniert für mich zweifach. Einmal auf den ersten Blick, dass man sagt, das ist interessant. Und dann der zweite Blick, was ist denn daran interessant? Mhm. Und das untersuche ich dann wirklich durch die Malerei und durch das Zusammenbringen von Stoff und Malerei. Und wenn man dich jetzt hier so erlebt mit deiner Kunst und deinen Räumen, ich denke, also es wirkt zumindest so, als wenn du auch einen sehr nahen Kontakt zu deinen Interessenten hast, zu den Leuten, die halt deine Kunst anschauen. Legst du da besonderen Wert drauf? Das passiert ja sehr selten. Mhm. Also normalerweise ist, habe ich ja gerade erklärt, wird eher abends hier gearbeitet und ich bin dann auch froh, wenn ich meine Ruhe habe und ich finde das ein sehr großes Privileg, dass man dann auch Zeit mit sich verbringen kann und mit seinen Gedanken und ich finde es dann schon schön, ab und zu sehen, was die Leute sagen. Am schönsten ist es, wenn man auf einer Ausstellung ist, wo einen keiner kennt, also hier ist auch schön, aber wo einen keiner kennt, weil man dann nochmal so ganz, kann man sich so in die dritte Reihe stellen und dann, das ist schon ganz interessant. Und dann wahrscheinlich Leute, so reinhören, was die Leute ja, sagen. Ja, das ist ganz schön. Da freut man sich dann auch schon, wenn man sie mitbekommt, wie die Leute den Arbeiten begegnen. Und hier ist es halt so, dass das ist ja die offenen Ateliers in Köln. Und das ist das Viertel, in dem ich arbeite. Und es gibt auch Leute, die immer wieder hier hinkommen. Und das ist dann schon so mein Beitrag auch. Was, was wäre denn so dein persönliches Ziel für die nächsten Jahre, was deine Kunst betrifft? Hast du da irgendwelche Wünsche oder irgendwelche Zielsetzungen, wo du sagst, das möchte ich das gerne mit meiner weiter. Kunst... Das soll immer weitergehen. So wie es geht, ist schon gut. Okay, das heißt, du hast jetzt keine besonderen Zielsetzungen. Nö. Bist total zufrieden, wie es gerade ist? Typ Floater, also im Fluss bleiben. Und okay, die Sachen entwickeln sich dann eigentlich. Habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Wo kann man deine Kunst als nächstes sehen? Auf der Art Fair, jetzt im Herbst. Ende Oktober ist das, glaube ich. Und dann ist Ende des Jahres noch eine Gruppenausstellung im Zündorfer Wehrturm. Ja. Schlaflabor. Ja. Ja, und dann immer weiter. Sehr oder schön. Man guckt auf meiner Homepage, da ist eigentlich immer das angekündigt, was so ansteht. Sag nochmal, wie heißt deine Homepage? Das ist www.xianheim.de. Okay, lohnt sich auf jeden Fall mal drauf zu schauen. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch, Christian. Tschüss. Tschüss.